Ohayo, Minasama. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sebalina Modpack. Und wir gehen schnell schlafen. Es hat sich hier gerade so komisch verbuggt. Wir haben in der letzten Folge, habe ich hier ein bisschen rumprobiert, mit diesem Ding. Und es fällt hier die ganze Zeit raus. Und es ist auch ein bisschen überflüssig, dass ich das hier so hier hingebaut habe. Ich glaube, das kann man ein bisschen ordentlicher machen. So. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn ich hier so Teile hinsetze, dann ist da ein Loch. Praktisch, wenn ich jetzt hier dieses Holz reinmache, dann läuft es hier und läuft und fällt raus. Und das ist nicht schön. Und ich habe jetzt gerade schon mal geschaut, was in der nächsten Quest steht. Und ich glaube, das ist die Lösung des Ganzen. Hier steht nämlich, ich habe mir schon meinen Reward geholt vorhin. Hier steht Stonepipes. Stonepipes sind Transportröhren, die sich mit Wooden Pipes verbinden lassen. Ob du Cobblestone oder normalen Stone Transport Pipes verwendest, ist egal. Beide gleichzeitig kannst du aber nicht verwenden. Mit diesen Pipes kannst du eine komplette Verbindung bauen, in der Items transportiert werden. Genau gleich wie zum Beispiel in Item Conduits von NIO. Ja, das ist das, was ich meinte. Die habe ich ja auch schon. Es gibt noch andere Pipes von Buildcraft. Schau mal nach. Also ganz ehrlich, die da hier sehen nicht so komplex aus wie diese Item Conduits. Weil das kommt mir mehr so wie Technik und Strom vor. Und hier kommt es mir eher so wie minimalistischer vor. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich muss auf jeden Fall diese anderen Pipes jetzt noch craften. Und ich soll auch noch ein paar anderen Pipes gucken. Hier gibt es noch die Fluid Pipe. Ah nee, aber nicht Wooden. Oh, ich glaube, die heißt ein bisschen anders. Wartet mal kurz. Ich muss mal nochmal nachschauen, wie die heißt. Stone Pipes? Hä? Ah, Cobblestone Transport Pipe heißt die. Okay. Er hat nur gemeint, es ist egal, ob ich Cobblestone nehme oder nicht. Cobblestone Pipe. Cobblestone Stone Fluid Pipe. Quartz Fluid Pipe. Cobblestone Fluid Pipe. Cobblestone Transport Pipe. Okay. Stone oder Cobblestone, jetzt habe ich's. Okay, die werden alle gleich hergestellt. Dann brauchen wir nur noch Cobblestone. Haben wir im Inventar. Und Glas haben wir auch. Und deswegen sollten wir 8 herstellen können. Sehr gut. Und noch ein Diamant. Also ich schaue jetzt mal, ob sich das jetzt schön verbinden lässt. Ich hoffe. Damit hier nicht immer so ein Loch ist. Also ist ja voll blöd. Aber das lässt sich nicht mit dem verbinden. Oh nein, nicht meine Enderlily. Oh, das war ein blöder Platz für die. Ach, die war doch schon ein bisschen gewachsen, glaube ich. Ja, also das ist echt ein bisschen komisch. Vielleicht ist die Konstruktion von mir auch ein bisschen komisch. Weil, ich weiß nicht, hier zwischen ist eine Verbindung. Jetzt gucken wir mal, wie das ausschaut, wenn man hier direkt Stein hinsetzt. Ah, okay. Okay, alles gut. Also ich kann das hier einmal im Kreis rumschicken lassen. Das ist ja voll cool. Also, ich kann das jetzt hier... Ich kann aber auch nur Stein verwenden, oder? Oder ich wechsle zwischen hin und her. Also ich glaube, ich mache das jetzt mal so. Ah, nee. Geht nicht. Und wenn ich nur Stein nehme? Nur Stein nebeneinander? Ja, da seht ihr, Stein ist cooler als Holz. Und dann mache ich hier... Ah, nee, vielleicht nicht direkt daneben. Dann könnte ich hier eine Kiste hinmachen. Und dann würde ich das eine von dem ins andere transportieren. Oh, ich finde das so cool, dass man hier diese kleinen Teile sieht, wie das hier rüber wandert. So süß einfach. Mini-Holz. Ja, ich habe das aber schon mal bei Projekten von meinem Freund gesehen, diese Art von Transport.
Voll cool, dass ich das jetzt selber herstellen kann. Okay. Die Golden Pipes. Oh nein, bitte kein Gold. Golden Transport Pipes beschleunigen Items auf ihrem Weg. Wenn du zu viel Gold hast, kannst du die komplette Strecke aus Golden Pipes bauen. Wenn nicht, sind sie zumindest sinnvoll, um den Items hin und her wieder einen Schub mitzugeben. Okay. Ja, wahrscheinlich stellt mir die gleiche. Och Mann, das ist echt blöd. Ich habe nicht so viel Gold. Muss aber wahrscheinlich sein. Golden Transport Pipe. Oh. Okay, es geht noch, es geht noch. Es gab schon teurere Sachen. Und ich habe kein Glas mehr. Das ist aber ärgerlich. Als nächstes muss ich noch eine Pipe wahrscheinlich herstellen. Eine Diamantpipe. Deswegen habe ich auch die Diamanten bekommen und ich dachte schon, cool. Ja, dann kann ich ja schon mal die... Ah nee, ich brauche dafür ja auch noch Glas. Blöd. So. Eine goldene. Nee, das war wieder die falsche. Stelle ich hiermit her. Und die Diamant stelle ich damit auch gleich her. Ich meine, dann geht das alles ein bisschen schneller. Da. Haben wir sie schon. Ja, trotzdem teuer. Also wir können jetzt mal gleich mal ausprobieren, ob das schneller geht mit den goldenen. Indem wir in der Mitte hier vielleicht einen goldenen hinmachen. Wooden, wooden, wooden. Gold und Diamant. Gold. Und jetzt schicken wir irgendwas rüber und schauen, ob das wirklich so einen Anstoß gibt. Das ist ja... Also hier seht ihr, es ist langsam und dann... Ja, okay, es ist echt ein bisschen schneller. Jetzt gucke ich mal noch, was es mit den Diamanten denn auf sich hat. Diamond Pipes haben genauso wie Wooden Pipes eine Sonderstellung. Sie können Items sortieren. Schließe hierzu an den Seiten einer Diamond Transport Pipe andere Pipes an. Dann klicke mit der rechten Maustaste auf die Diamond Pipe. Anschließend kannst du auswählen, welche Items du welcher Seite sortiert werden sollen. Okay, eigentlich selbsterklärend und ziemlich cool. Mal schauen. Dazu brauche ich vielleicht noch eine Kiste. Und dann habe ich verschiedene Items. Ich mache mir kurz eine Kiste, weil ich glaube, ich habe keine Kiste mehr. So. Und dann kann ich das anscheinend sortieren. Okay, ich versuche das mal. Ich glaube, hier muss man ein bisschen ausprobieren. Die Golden Pipe wissen wir jetzt, wie sie funktioniert. Da machen wir hier in der Mitte eine Diamond Pipe rein. Wow, ist das cool. Aber dann muss es ja noch irgendeine Kiste geben, die das dann sortiert. Das müsste wahrscheinlich die hier hinten sein. Weil wenn ich das hier hinsetze... Oha, das ist ja voll cool. Okay, ich habe jetzt sogar drei verschiedene Sachen, die ich sortieren kann. Grüner Filter... ist Glas. Glas und Rot ist Redstone. Und Blau ist Sand. Und jetzt mache ich hier mal alles rein. Jetzt sehen wir gleich, wie das hier herwandert. Das ist doch so cool, oder? Okay. Ich glaube, ich habe die falsche Farbe benutzt. Das Redstone funktioniert. Blau ist Sand. Sand passiert jetzt hier.
Und grün ist Glas. Ja gut, ich weiß nicht, ob man das dann zurückschicken kann, ob das Sinn ergibt. Wahrscheinlich nicht. Weil eigentlich habe ich hier nur zwei Stränge, weil das Grüne, da, das wird ja von dem eingesogen. Ist aber echt extrem cool. Also später, wenn ich irgendwas automatisiere und auch in meinen Kisten haben will, dann ist das wirklich super praktisch. Also ich bin echt beeindruckt. Richtig cool. So, dann können wir ja hier nochmal das Weitere machen. Soll ich Diamant oder Gold? Ich nehme erstmal Gold. Ich habe hier noch gar nicht meinen Reward abgeholt. Goldgear. Woodengear hast du bereits für die Engine benötigt. Stone oder Irongear kennst du vielleicht. Schon von NDIO. Musste ich eigentlich nie herstellen. Goldgear ist noch etwas teurer und wird für fortgeschrittene Maschinen verwendet. Pass auf. Es gibt verschiedene Crafting-Rezepte. Okay. Dann schauen wir mal. Goldgear. Oh, nö. Und in der Mitte Eisen. Und drumherum Gold. Okay. Eisen habe ich dabei und Gold habe ich auch dabei. Wenn es sein muss, mein lieber Freund, dann ist es in Ordnung. Oh, in der Mitte im Basic Gear. Habe ich das? Oh, ich hatte noch einen Inventar. Cool. Hat er nicht gesagt, ich soll zwei herstellen? Oder eins herstellen? Sehen wir jetzt. Hab ich... Oh, ich habe zwei hergestellt. Okay, welches nehmen wir? Nehmen wir Gold oder Eisen? Wir nehmen mal Gold. Ach, ich krieg beide. Ich dachte, ich muss es mir aussuchen. Und Diamant ist wahrscheinlich wieder ähnlich. Diamond Gear sind die teuersten Zahnräder von Buildcraft. Nur die mächtigsten Maschinen benötigen diese. Es gibt aber noch teurere Zahnräder in diesem Modpack. Eine Not-Enough-Item-Suche nach Gear wird deine Neugier stillen. Oh, okay, das kenne ich nicht. Crafted 2 Diamond Gear. Aua. Ja, das kannst du laut sagen, mein lieber Freund. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Diamond Gear, oh Gott. Oh Gott, das ist ja total grausam. Wie kann man nur so grausam sein? Oh Mann, da muss ich was von meinen eigenen... wo habe ich den hingemacht? Meine Diamanten. Wo sind meine Diamanten? Okay. Oh Mann, ich habe echt nicht viele Diamanten. Und er zieht sowas ab. Okay. Und ich habe eine Diamond Gear. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß aber nicht, wo ich die jetzt hinmachen soll. Oder pff. Ist ja alles schön und gut mit den Sachen, aber wo füge ich die jetzt ein? Habe ich es nicht mehr im Inventar? Ich habe das doch hier. Crafte zwei Stück. Ach so, deswegen funktioniert es nicht. Ich soll sogar zwei Stück davon craften. Alter, der Junge, der hat ja Nerven. Also, ich bin danach arm. Das ist das letzte Eisen, das ich habe. Wow, also... Ich bin echt geschockt. Also, alle meine... Oh, ja gut, ich hab nicht Shift gedrückt. Sorry. Wow, Alter. Ich habe jetzt nur noch zwei Diamanten übrig und gar kein Eisen mehr. Ich hoffe, er ist jetzt glücklich. Ich kann jetzt erstmal bis zur nächsten Folge ein bisschen farmen gehen. Dense Diamond Ore. Vielleicht kann man das hinsetzen und abbauen. Da kommen Diamanten raus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge eine Query. Von der habe ich schon öfter gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, was sie macht und so. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!